Servus, liebe Leute. Und heute stellen wir uns mal der Frage, wie gewinnen wir gegen höhere Level? Also wie kann man als Low-Level-Spieler da wirklich eine Chance haben? Ihr seht jetzt mal im Hintergrund, das haben wir mal getestet. Ich und mein Bruder haben da mal so immer abwechselnd eine Truppe gesetzt. Und ihr seht, wie kann man denn gegen höhere Level gewinnen? Das Wichtige ist, man soll langsam spielen, das Ganze auf sich zukommen lassen und nicht überhastet sein. Denn die höheren, die mit dem höheren Level, die kann man natürlich ausschlagen. Ich weiß nicht, der Gegner setzt jetzt lange nichts. Vor allem die mit dem höheren Level in den niedrigen Regionen sind meistens die größten Idioten. Ich zeige euch noch ein Beispiel. Hier wieder gegen Level 6er. Auch ein richtiger Dödel. Machen wir wieder zweifache Geschwindigkeit, damit es nicht zu lang dauert. Wundert dich also nicht, warum das Ganze so schnell geht. Sieht auch recht ähnlich aus zum anderen. Aber ja, der Gegner hat keine Ahnung, so macht es jetzt erstmal gar nichts. Es ist ein bisschen dumm, verschwendeter Böselixier. Aber kann man ja mal machen, wenn man 2 Level höher ist. Denkt das sich wahrscheinlich. Und das Match ein bisschen spannender wie das andere. Denke ich auf jeden Fall mal. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, aber ja, ist auf jeden Fall spannender. Und das Krasse ist, er hat Level 7 Barbaren. Level 7 Barbaren. Krasser Scheiß. Vor allem wir haben nur Level 5 Barbaren und ja, das ist auch ein Unterschied. Wir gewinnen einfach haushoch gegen solche Gegner. Das finde ich echt krass. Muss man auch erstmal so gewinnen. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, was euer höchster Levelunterschied war, den ihr gepackt habt. Vielleicht habt ihr schon als Level 1er gegen Level 20 gewonnen. Level 20 hier gibt's nicht, falls ihr das jetzt meint, dass ich das nicht weiß. Natürlich war es so ein bisschen überdramatisiert, aber ja. Ihr seht, Valkyrie wird jetzt gleich fokussiert. Ne, wird sie nicht, wird sie nicht. Na gut, wird sie doch. Und Bomber. Bomber bombt hier alles weg. Und wir gehen auf die 3 Sterne und versuchen zu rasieren mit ein bisschen Kleinkrusch. Aber das wird gleich noch ein bisschen besser kommen. Denn jetzt kommt der Riese, jetzt kommen die Minions. Jetzt kommen die Bogies und jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht's ab. Holen wir gleich die 3 Sterne. Ich würde mal sagen, ja, easy holen wir die. Kommen mit ein bisschen kleinere Load Troops runter und das kann ich euch auch immer empfehlen, ein bisschen kleinere Truppen zu verwenden, damit ihr größere packen könnt. Und vor allem, wir sind jetzt recht hoch schon mit dem Pokal. Das seht ihr aber bei einem Video vom Sven. Und ich würde sagen, dann war's das. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao. Limba română se dă răsprin țărână cu țăranul clasic braț la braț sau de mână trage buza peste dinți fraiere cam avut pize ca aia deci puie băi te-am văzut la disco ești mișto bineînțeles căutai putul G pe GPS când aia e la bară te faci foc și pară blocul pentru tine un sap pe verticală pleci la sală ca un prost fără rost un copos nu știe că îmbrac un prost când lași geamul jos băi ai grijă ce zici că te zbor din ești cinci